Ich hatte gestern so einen schönen Tag. Ich habe richtig tief geatmet. Ich hatte die ganze Zeit so ein wohliges, warmes Gefühl in meinen Nerven, also in meinem ganzen Körper. Ich habe mich sehr gut gefühlt, als ich dann abends schlafen gegangen bin. Da war ich so warm wie ein kleines Kraftwerk. Habe ich dann 10-mal meine Decke umgedreht, in der Hoffnung, so ein bisschen die Wärme von mir abzuleiten. Und jetzt so ruiniere ich mir meine schöne Laune mit diesem schrecklichen Video, was ich jetzt hier aufnehme, was ich seit Monaten vor mir herschiebe. Weil es mir irgendwie unangenehm ist. Es ist mir ein komplett unangenehmes Thema. Ich möchte jetzt mal ein Video machen über Komplimente. Was gibt's Schöneres, um sich den Tag zu vermiesen, als eine kleine Zusammenfassung von allem, was mir über Komplimente einfällt? Ich finde es absolut schrecklich. Ich kann Komplimente nicht leiden. Ich habe im Leben zu viele Komplimente bekommen. Wahrscheinlich ist es der einfachste Weg an das Thema ran. Ich habe irgendwann dann einfach eine Menge Komplimente von Leuten bekommen. Und ich sage jetzt einfach mal, nur die ersten 1000 Komplimente im Leben sind schön und der Rest eigentlich nicht. Also, ich habe das Gefühl, jetzt wo ich schon so viele Komplimente hatte, ich brauche das nicht mehr. Das stört mich nur. Das ist mehr eine Belästigung, als was vielleicht im besten Falle der Mensch damit bewirken will, wenn er mir ein Kompliment macht. Aber oft will er ja auch nerven. Es ist ja auch eine Form von Stänkern, jemandem ein Kompliment zu machen. Wie hoffentlich in folgenden Worten gleich deutlich wird. Schon so schlecht gelaunt hier, wenn ich hier meine Aufzeichnung lese. So ein Kackthema. Ich würde nur damit anfangen, als ich noch ein Kind war, erinnere ich mich, habe ich manchmal Komplimente bekommen und es fühlte sich aber mehr so an wie so eine Aufforderung, so mich besser zu fühlen, so anders zu sein, meine Persönlichkeit zu ändern und irgendwie dicker aufzutragen oder doller aufzustampfen beim Laufen, so. Weiß ich nicht, ich krieg's jetzt nicht in Worte gefasst, aber es war immer so ganz komisch. Es war immer so mit so einer Aufforderung, so hat sich das für mich angefühlt, so immer so mit dem, wie sagen Leute immer zu mir? Ach, junger Mann, seien Sie doch mal nicht so schüchtern oder so. Und es geht mir krass auf den Sack, ich will so schüchtern sein, wie ich will. Und dann kommt irgend so jemand, tarnt da irgendwelche komischen Aufforderungen als Komplimente und wundert mich, dass es mir komplett auf den Sack geht und ich überhaupt keine Lust habe, mit den Menschen zu kommunizieren. Also so weit zurück geht meine Erinnerung, dass ich eben mich daran erinnere, da gab es Leute, die wollten dann irgendwie, wenn ich was gut gemacht habe, dass ich mich da dann besser dafür fühle, dass sie dann wollten, dass ich damit meine Laune und meine Einstellung zum Leben von ihrem Kompliment und von ihrem Segen abhängig mache. Was für mich, wenn ich es ein bisschen weit denke, natürlich die schlimmste Form von sozialer Unterdrückung und von Zuckerbrot und Peitsche ist, womit ich ja überhaupt nichts am Hut haben will. Ist ja schon mal das Schlimmste. Ich hatte auch das Gefühl, immer wenn ich das dann einfach aus Mangel an Erfahrung und Weisheit, wenn ich das dann akzeptiert habe, so ein aufdringliches Kompliment, so mich besser zu fühlen oder irgendwie dicker aufzutragen oder so, dann habe ich damit das zerstört, was andere Leute überhaupt dazu gebracht hat, mich als besonders gut oder wie auch immer einzuschätzen. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Lorbeeren anderer Leute akzeptiere, dann stelle ich damit sicher, dass ich aufhöre, des Komplimentes wert zu sein. Also ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo ich ein Kompliment akzeptiere, unterschreibe ich einen Vertrag, der mich gewöhnlich macht. Der hier diese außergewöhnlichen Gedanken oder Lebenseinstellungen, die ich versuche zu kultivieren, verhindert. Das wollte ich eigentlich am Ende sagen, aber es passt eigentlich gut zu dem, was ich jetzt sage. So von schrecklichen hierarchischen Systemen, da werden doch auch Komplimente benutzt, um so Konformität zu erzwingen. Wenn man sich so einen widerlichen Drill Sergeant vorstellt, der dann eben immer, wenn der Kadett was macht, was der Drill Sergeant mag, dann gibt er ihm ein Kompliment. Und immer wenn er was macht, was er nicht mag, dann meckert er oder schreit er ihn an oder bestraft ihn oder zwingt ihn irgendwas zu machen oder nimmt ihm irgendwas weg. So einfach ein Kompliment nur als ein Kompliment zu sehen und nicht als so ein widerliches Instrument im Arsenal von Zuckerbrot und Peitsche, das finde ich auch ein bisschen dumm. Das finde ich ein bisschen kurzsichtig. Also,
dass Leute, die dieselbe Waffe für sozialen positiven Zusammenhang nutzen wollen, den Unterdrücker für ihre sozial-hierarchischen Konformitäten benutzen. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Ich finde es auch immer komisch, wenn ich ein Kompliment kriege. Bin ja nie offen drüber. Ich freue mich nie drüber. Oh, danke. Ja, gefällt dir das, was ich hier mache? Oh, das bedeutet mir aber viel, wenn irgendwer dahergelaufenes kommt und dem das gefällt oder der. Da kein Verständnis mehr für. Es geht mir nur noch auf den Sack. Ich finde es einfach nur noch aufdringlich. Als ob ich von jemandem die Meinung hören will. Das ist natürlich meine Arroganz an der Stelle deutlich. Aber es ist nun mal so, dass ich arrogant bin. Das stört mich einfach. Ich finde es einfach eklig. Ich finde es einfach. Blech. Jedes Mal, wenn ich ein Kompliment bekomme, wünschte ich mir, ich hätte das Kompliment nicht bekommen. Manchmal schreiben Leute Komplimente unter meine Videos. Und ich versuche nett zu sein. Ich versuche so zu sagen, oh, das ist aber nett, oder danke, oder ich drücke diesen kleinen Herzchenknopf, oder versuche sonst irgendwie den Selbstwert von der Person, die da das Kompliment ausspricht, am Leben zu halten. Aber wenn ich ehrlich bin und ich möchte eigentlich ehrlich sein, dann finde ich es schrecklich und es nervt mich. Und ich habe auch schon so hart, was für ein harter Killer ich bin, Alter. Ich bin so ein mieser Gangster. Ich habe Leute, die unter meine Videos Komplimente geschrieben haben. Ich habe die gebannt. Einfach klick, diesen Nutzer von dem Kanal ausblenden habe ich gemacht, weil es mich so stört. Ich wünsche mir so zurück diese Zeit, wo keiner meine Videos geguckt hat und keiner mir Komplimente gemacht hat. Ach, war das schön. Ich bin andauernd am Überlegen, sollte ich nicht das, was die ganzen richtigen Verschwörungstheorien-Kanäle machen, sollte ich nicht einfach meine Komplimente, nee, wie heißt es, Kommentare deaktivieren. Vielleicht werde ich das mal testweise machen. Geht mir immer auf den Sack. Ich klicke immer auf diesen Kompliment, nee, wie heißt es? Diesen Kommentare-Knopf in YouTube und denke, oh, ich hoffe, mir hat keiner was geschrieben. Oh, bitte, können Sie mich einmal Ruhe geben? Und dann klicke ich rein und irgendjemand hat natürlich irgendeine Meinung oder irgendeinen Wunsch. Oh, schrecklich. Na, eine Sache, die ich da jetzt noch auf diese immer schwerer werdende Waagschale von Komplimenten rauftürmen will. Ich habe das Gefühl, oft geben Leute Komplimente, um ihren eigenen Selbstwert zu bestimmen. Das ist ein Beta-Mechanismus. Das ist richtig widerlich. Das ist hier, Leute, habe ich das Gefühl, geben mir ein Kompliment und dann starren sie mich ganz tief an, starren sie mir ganz tief in die Augen und warten dann auf diese Reaktion. Weil aus dieser Reaktion können sie dann lernen, wie ich über sie denke, was ich mir Mühe gebe, nie einem Menschen zu sagen. Ich will nie einem Menschen sagen, wie ich ihn einschätze oder was ich über einen Menschen denke. Ich finde es völlig irrelevant, was ich über einen Menschen denke. Und ich finde es immer störend, wenn jemand wissen will, wie ich ihn einschätze. Das ist nicht meine verdammte Sache. Aber anscheinend nicht. Nein, es ist anscheinend ein sozialer Mechanismus in dieser perversen, extrovertierten Welt. Und dagegen habe ich das Gefühl, Leute mir Komplimente und sie warten dann auf die Reaktion. Da kann ich dann sowas sagen wie, oh, danke, das bedeutet mir aber besonders viel, von jemandem mit einem guten Auge für Qualität wie dir ein Kompliment zu bekommen. Oder dann, vielleicht sage ich auch was anderes. Vielleicht sage ich auch, pff, was weißt du denn schon? Und dann habe ich das Gefühl, dadurch, dass der Mensch dann aus der Reaktion auf mein Kompliment seinen Stellenwert lernt, geht das Kompliment überhaupt nicht um mich, sondern das Kompliment ist eine Aufforderung, den Menschen zu bewerten. Das ist ein Beta-Mechanismus. Das ist einer von diesen Mechanismen, die Leute benutzen, um subtile Hinweise über sich selbst von ihrer Umwelt zu ernten. Einfach nur widerlich. Ich finde es einfach nur eklig. Uah. Und wenn ich dann das Kompliment akzeptiere und demjenigen dadurch Selbstwert generiere, wobei ich ja noch nicht mal akzeptiere, dass ich in der Lage bin, den Selbstwert von jemandem zu generieren. Obwohl das stimmt, obwohl Menschen darauf eingestellt sind, weigere ich mich trotzdem, das wahrzuhaben. Und dann sage ich so jemandem ein Kompliment, so, oh, danke, danke, das bedeutet mir aber viel. Und dann fühlen sie sich so, oh, ich bin würdig, ich bin gut genug. Und dann ändern sie sich so in ihrer Persönlichkeit und so
sitzen dann plötzlich ganz gerade da und fühlen sich dann wie ein Kaiser und wollen dann anfangen, Leute rumzukommandieren, weil ich ihnen ihren Selbstwert bestätigt habe. Und dann, wenn ich das aber nicht mache, wenn ich nicht das Kompliment akzeptiere, habe ich schon erlebt, da gibt es dann Leute, die fühlen sich dann kleiner und schwächer und hässlicher und unwürdiger und unbedeutender. Und die sinken dann in sich zusammen und wollen dann weniger wert sein als die anderen. So habe ich das Gefühl, ist so ein Großteil der Komplimente, die bei mir landen, so eine Aufforderung, so eine Bewertung, den Menschen in eine Schublade zu stecken. Was ich ja auf komplett allen Wegen, die ich gerade geschildert habe, ablehne. Ich habe das Gefühl, Menschen sollten sich selber ihren Wert geben und irgendwie selber dafür Verantwortung tragen, wer sie sind und was sie tun. Und nicht so widerlich ihre Umwelt nach kleinen Stichworten abernten. Immer wenn ein Kumpel mir ein Kompliment gibt, dann denke ich immer so, oh nein, Mann, was will der denn jetzt schon wieder? Kann er nicht seine blöde Klappe halten und einfach weiter schön den Tag genießen oder so? Aber nein, das Bedürfnis nach Bestimmung ist in manchen Leuten so hart. Und da ist es dann eben so, dass wenn mir einer ein Kompliment macht, das ja nicht immer so drastisch ist, wie ich das jetzt schildere. Es ist ja nicht immer so schlimm. Es ist ja nicht immer ein Mechanismus der Selbsterkenntnis durch andere. Es ist ja nicht immer nur Fremdbestimmung, wenn einer ein Kompliment hat. Nur meistens, aber trotzdem. Ich habe das so oft erlebt. Immer wenn einer das macht, dann denke ich mir, oh Gott, will der jetzt hier seinen Wert über sich lernen? So oft habe ich das Gefühl, das Kompliment hat nichts mit der Person zu tun, die das Kompliment bekommt, sondern es ist nur eine Ausrede für eine Reaktion, die nur eine Ausrede dafür ist, subtil fremdbestimmt zu werden. Blech, einfach nur widerlich. Ich verstehe das, wenn man irgendwie ein unterdrückter Bauer ist im Mittelalter und man glaubt an irgendeine aufdringliche Religion und dann kommt irgend so ein hohes Tier aus der Religion und bestimmt dann diesen Menschen fremd und das ist dann für den alles. Aber ich habe das Gefühl, sowas geht nicht mehr im 21. Jahrhundert. Dass das nicht mehr funktioniert, dieses Mindset. Die Leute wissen zu viel. Die Leute sind zu schlau, um sowas mitzumachen. Ja. Immer wenn ich ein Kompliment höre, dann denke ich, Mann, was für ein Idiot. Was mir auch nicht gefällt, Komplimente sind so ungefragte Urteile. Immer wenn mir einer ein Kompliment macht, die ehrliche Antwort wäre, Mann, es ist mir doch egal, halt doch endlich die Klappe. Mach doch nicht den schönen Tag kaputt mit deinem Bedürfnis, die Realität in Worte zu fassen und zu beurteilen und vergleichbar zu machen. Einer macht mir ein Kompliment und will mir ein Urteil machen und es ist mir krass egal, weil ich will so sein, wie ich bin. Und was kümmert mich? Die ungefragte Meinung von jemandem. Was kümmert mich das? Das ist mir doch krass egal. Ich wollte es noch nie hören. Ich wollte noch nie ein Kompliment über mich hören. Komplimente sind immer Beleidigungen. Das habe ich mal. Diese Perspektive, die ich jetzt schildere, dass Komplimente immer Beleidigungen sind, die habe ich mal versucht, einer Klasse Kosmetikerin, die ich unterrichtet habe, beizubringen. Ich hatte mich gut mit denen verstanden und die waren auch immer lieb und die sind mir auch nicht auf den Sack gegangen, weil die eh immer viel zu überrascht waren, dass sie da Unterricht bei einem Computer-Heini haben, der aber nicht so dieselben Widerlichkeitsmerkmale haben, die viele Leute haben, die mit dem Computer arbeiten. Das geht jetzt zu sehr ins Detail, aber die haben einfach nicht erwartet, so mit jemandem plötzlich 8 Stunden in einem Raum zu sein und über Computer zu lernen, der so drauf ist wie ich. Ich hatte mich gut mit denen verstanden, es waren immer lieb, die waren lieb, die waren nicht aufdringlich, die haben nicht genervt. Und da sitzen da so 20 junge Damen mit perfekt gezeichneten Augenbrauen und die sich dann schminken und die ganz viele umliegende Kerle da, die da arbeiten oder zur Schule gehen oder ihre Ausbildung machen, die es dann interessant finden. Und dann sind sie dann so bei jemandem, dem das alles nicht so viel bedeutet wie mir. Und dann wundern sie sich. Und das ist mehrmals passiert. Und da hatten die mich eben, also eine von den Klassen, die hatten mich dann gefragt, ob ich ihnen nicht mal ein Kompliment machen will. Und da habe ich denen das versucht zu erklären, was ich jetzt erkläre. Die hatten irgendeine nervige Emotion. Und dann haben sie gesagt, sie hätten jetzt gerne ein Kompliment von mir. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht an Komplimente.
Obwohl ich wusste, dass es eine nervige, langwierige Diskussion und Debatte zur Folge hatte. Ich war einfach mal ehrlich und jemand hat gesagt, nein, ich mag das nicht, Komplimente, ich finde das Schwachsinn, ich finde das irgendwie dumm. Und es hat der natürlich nicht gereicht und die haben natürlich nachgefragt und dann habe ich es versucht, denen zu erklären. Was habe ich denn versucht, denen zu erklären? Ich hatte versucht zu sagen, dass immer wenn man jemandem ein Kompliment macht, dann gibt man demjenigen eine Perspektive, ein Urteil, eine Bezeichnung. Man fasst den Menschen in Sprache. Und ich habe immer das Gefühl, immer wenn man über jemanden etwas sagt, anstatt dem Menschen die Freiheit zu lassen, undefiniert zu bleiben, dann nimmt man dem Menschen was weg. Oder bringt den Menschen auf limitierende kleine Gedanken. Macht den Menschen eigentlich runter. Macht den Menschen runter. Ich habe das Gefühl, jedes Kompliment ist gleichzeitig eine Beleidigung. Ich habe es wahrscheinlich in dem Moment nicht so gut in Worte gefasst, wie ich es gerne würde und jetzt wahrscheinlich immer noch nicht. Aber was ich gesagt hatte, war, ich mag das nicht, Leuten zu sagen, wer ich glaube, wer sie sind, weil damit raube ich ihnen die Gelegenheit zu sein, wer sie sein wollen. Und dann habe ich noch versucht, so meine Definition von Liebe mit ins Spiel zu bringen. Habe ich gesagt, Liebe ist, wenn man jemandem die Freiheit gibt, so zu sein, wie er will. Wenn man jemandem Raum lässt, Raum gibt, Platz gibt, Zeit gibt, wenn man jemanden nicht drängelt, wenn man nicht jemanden manipuliert, ihn zu heiraten oder zwingt oder stresst oder unter Druck setzt. Ganz im Gegenteil, wenn man jemanden mag, dann lässt man ihn in Ruhe und gibt man ihm Freiheit. Und das hatte ich versucht, denen zu erzählen, das haben die natürlich nicht verstanden. Das kann natürlich jemanden, der große Zeit seines Lebens damit verbringt, Tricks zu lernen, so sich Farbe ins Gesicht zu machen und attraktiv auszusehen und so Schönheitsidealen nachzueifern, sich die Augenbrauen abzuschneiden und sie dann richtig so zu malen, dass sie die Emotionen verkörpern, die sie gerne hätten. Und all so eine verrückten Sachen, die in dieser Make-up-Welt, die ich ziemlich ablehne, drinstecken. Na jedenfalls, ich hab's, glaube ich, nicht geschafft, so genau wie es jetzt mir auch nicht so gut rausgerutscht ist. Ich glaube, immer wenn man jemandem ein Kompliment macht, dann definiert man den Menschen und jede Definition ist eine Beleidigung, weil die Schönheit des Lebens in der Undefiniertheit liegt, in der nicht in Worte fassen. Wenn man etwas in Worte fasst, dann reduziert man es automatisch. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jemandem ein Kompliment mache, dann reduziere ich den Menschen auf etwas. Anstatt dem Menschen den Raum zu geben, den er vielleicht braucht, um sich zu entfalten oder um zu wachsen oder sich zu verwirklichen. Das haben die natürlich nicht verstanden. Hä? Haben sie geguckt, oder? Sehe ich ganz anders? Irgendwas Blödes haben sie schon gesagt, bis auf eine von den Älteren, von den alten Omas der Kosmetik, die war wahrscheinlich 30 oder so. Und die hat dann so gesagt, ha, endlich einer, der sagt's. Also ich erinnere mich an den Moment, so wie von den, weiß nicht, angenommen, es waren 20 Tanten in dem Raum und 19 waren so genervt und so fühlten sich verwirrt und dass so ihr Weltbild, was sie sich gebaut haben, dass das jetzt in dem Moment gar nicht funktioniert. Aber eine Tante, die hat's verstanden und hat gesagt, ha, so, seht ihr doch, hab ich euch doch gesagt. Also sie hatte sich irgendwie gefreut und anscheinend wirkte das so aus dem Zusammenhang, als hätte sie das auch schon versucht, den jungen oberflächlichen Tanten zu erzählen, dass so ein Kompliment eigentlich nicht so schön ist, wie es auf die meisten Menschen wirkt. Na, man braucht wahrscheinlich das Mindset dafür, um das zu schätzen zu wissen. Aber was ich eigentlich sagen will, wenn man ein Kompliment zu schätzen weiß, dann hat man eigentlich ein ziemlich kaputtes Mindset und eine ziemlich kaputte Psyche und ist eigentlich sonst so ein ziemlich abhängiger, fremdbestimmter, unverwirklichter Mensch. So ist man eigentlich automatisch so ein bisschen Konformist. Wem würde denn ein Kompliment was bedeuten, außer dem, der wirklich Wert auf die Meinung anderer legt? Ugh. Das ist alles, was ich versuche im Leben, so möglichst die Meinung von anderen Menschen gar nicht erst hören. Dem gar keinen Wert schenken, gar nicht erst zuhören und nicht mal in der Nähe von Leuten sein, die das für nötig erachten, ungefragt ihre blöde Meinung kundzutun.
Ich erinnere mich an einen Moment, wo mir ein Kompliment mal rausgerutscht ist, was ich im Nachhinein ganz lustig finde. Da bin ich mit einer jungen Dame, mit der ich mich eine kurze Weile getroffen hatte, ein kleines bisschen verknallt in die war und ich ein kleines bisschen mehr verknallt als in sie, als sie in mich, aber sie mochte mich trotzdem, aber sie mochte mich eigentlich mehr so als Statussymbol. Ja. Und dann hab ich bei ihr übernachtet und ich lieg so neben ihr im Bett. Es war ein ganz netter, ganz unschuldiger Moment, wo sie da am Einschlafen ist und ich da. Das geht jetzt zu sehr ins Detail. So sehr brauche ich das nicht zu erzählen, aber nach einer sehr kurzen Liebschaft, die viel zu kurz war für meinen Geschmack, ich hätte ihr Lust gehabt, die ganze Nacht durchzumachen. Bam, 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 bis es klatscht. Aber. Nein, nein, sie hat es schon schlapp gemacht nach einer Stunde. Und dann liegt sie da neben mir, ist am Einschlafen und ich liege da notgeil. Ist nicht schlafen. Ich habe die meiste Nacht einfach, ganze Nacht wach gelegen, an die Decke geguckt. Was ich da so gemacht habe, ich creep beim Einschlafen. So, ich liege auf der rechten Seite, sie liegt links daneben und sie liegt auf dem Bauch. Und dann gehe ich so. Drehe ich mich so halb rüber zu ihr und gehe so mit meinem Knie auf ihren nackten Hintern und streiche so kurz mit meinem Knie ihren Hintern, während sie da versucht zu schlafen. Und wo mir da so bewusst wird, was ich da gerade mache, dann merke ich so, es fühlt sich ein bisschen creepy, was ich hier mache. Die will eigentlich schlafen und ich weiß das und jetzt moleste ich sie hier so ein kleines bisschen. Und dann wird mir das so klar, dass ich da gerade seit. Weiß nicht, 10 Sekunden ihren Hintern streiche und dann fühle ich mich ein bisschen komisch. Und dann höre ich wieder auf, das war zu viel, hatte ich das Gefühl. Und dann sage ich zu ihr irgendwie, oh, du hast einen sehr netten Hintern, sehr nett, ja. Das rutscht mir dann so einfach so raus. War ein ästhetischer Hintern. Und das Besondere an ihr, es war eine sehr attraktive junge Dame, aber sie hatte nicht viel Holz vor der Hütte oben. Und deswegen hatte sie sich immer schlecht gefühlt und sie hatte das auch immer gesagt. Und dann mache ich ihr plötzlich ein Kompliment über ihren Hintern. Und was macht diese blöde Kuh? Die freut sich darüber. Das hat ihr wirklich was bedeutet. Die ist dann so, ich habe das Gefühl, sie ist im Gesicht rot geworden und hat so dann so, hat so ihr Gesicht versteckt und hat dann so geschwelgt, so in Fröhlichkeit. Sie hat gesagt, ach. Och, das war irgendwie so was Schönes. Und meine Mitbewohnerin, die hatte auch neulich ein Kompliment über ihre Hintern bekommen. Ach, so schön. Und dann realisiere ich erst, was da passiert. Ich habe ihr ein Kompliment gemacht und sie freut sich über dieses Kompliment. Diese blöde Schachfigur. Och. Hat sich tatsächlich über mein Kompliment gefreut. Da habe ich sehr viel Respekt für sie verloren in dem Moment. Das ist aber nur, weil ich so hardcore drauf war, wie ich jetzt auch bin. So, ich habe das Gefühl, Menschen sollten so komplett selber für ihre Laune und ihr Lebens, na wie sage ich, ihr Seelenheil, ihr Wohlbefinden, sollten sie komplett selbstverantwortlich sein und das Leben und das Zelebrieren. So eine Art emotionale Unabhängigkeit. Was ich ja natürlich nur aus der luxuriösen Perspektive sagen kann, der diesen Punkt mal gesehen hat, diesen Punkt der gut Gelauntheit ohne Grund, der grundlos gut Gelauntheit. Nur weil ich das erreicht habe, kann ich das ja wahrscheinlich so arrogant sagen. Aber ich erzähle das nur, weil mir das so erschreckend in Erinnerung geblieben ist. So, ich mache ihr ein Kompliment, so über ihren Körper, sowas, eigentlich sowas Plumpes, sowas Kleines, sowas Bedeutungsloses. Die freut sich dann so drüber und es bedeutet ihr so viel. Und dann irgendwie, als ich da gemerkt hat, dass ihr das was bedeutet, mochte ich sie nicht mehr so sehr. Ich hatte das Gefühl, sie hat die falschen Prinzipien im Leben, so sie hat die falschen Ideale, wenn ihr sowas was bedeutet. Andererseits kann ich es trotzdem verstehen. Ich will mich jetzt hier nicht komplett blöd stellen. Ich kann es auch verstehen, wenn jemand ein Kompliment über ein Körperteil wahrscheinlich bekommt und sich dann mit dem Körperteil identifiziert und dann deswegen gute Laune bekommt. Ich bin der Ansicht, nicht weil ich irgendein Körperteil komplimentiert habe, sollte der Mensch gut gelaunt sein, sondern grundsätzlich immer sollte ein Mensch gut gelaunt sein.
Nicht, weil es einen externen Stimulus gab. Nicht, weil da von außen irgendwas kam, was das dann ermöglicht hat. Das ist doch eh eine krasse Illusion. Wenn ich einem sehr extrovertierten Mensch ein Kompliment mache, dann ist das doch komplette, Operating System Level Einstellung. Dann ist es doch, derjenige hört das und interpretiert es als ein, als eine Ausrede, es sich selbst gut gehen zu lassen. Wenn ich der Tante ein Kompliment mache, dann fühlt sie sich doch nicht gut, weil ich das Kompliment ausgesprochen habe. So viel Macht habe ich doch überhaupt nicht über einen anderen Menschen. Sondern sie fühlt sich gut, weil sie so ein komisches Gedankengefängnis sich gebaut hat, dass sie, wenn sie jemanden hört, der ein Kompliment über sie ausspricht, weil sie sich dann selber erlaubt, in dem Moment gut zu fühlen. Es ist doch, sie löst es doch aus. Sie löst doch das gute Gefühl in sich aus, was sie jederzeit in sich auslösen könnte. Ja, warum tut sie denn dann so, als wäre das mein Verdienst? Geht mir ja schon mal komplett auf den Sack, so eine Unehrlichkeit. Aber so ist das eben, so wird das eben den Leuten vorgelebt. Dieser Komplimente-Schwachsinn. Na, ich habe das Gefühl, in der Epoche, in der, hier 2020, da habe ich das Gefühl, was wollte ich sagen? Jetzt wird's wirr. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist weg. War nicht so wichtig. Ich habe auf jeden Fall alles gesagt, was ich sagen wollte zu dem Thema. Es war dann irgendwann, um das jetzt so in meinem persönlichen Leben noch zu Ende zu bringen, es war dann irgendwann so, dass ich einfach so viele Komplimente von Leuten gehört hatte, die irgendwie zufrieden mit mir waren oder mit meiner Einstellung oder mit meiner Arbeit oder irgendwas anderem, was ich tue, dass es dann eine Belästigung für mich wurde. Nur die ersten 1000 Komplimente sind schön. Oder die ersten 10.000, was weiß ich. Es ist so wahrscheinlich dasselbe, wenn einer ein Prominenter ist und der wird wiedererkannt. Dann ist es so das erste Mal, wenn es passiert, wahrscheinlich so was ganz Aufregendes. Oh, kann ich bitte ein Autogramm haben? Ja, hier ein Autogramm. Und dann geben sie den Menschen ein Autogramm. Und dann passiert es aber 1000 Mal. Und dann irgendwann ist Autogramme geben richtig widerlich. Und ich habe das Gefühl, so ist es in meinem Leben mit Komplimenten. Ich will es einfach nicht mehr hören. Ich will nicht mehr die blöde Meinung von irgendjemandem über mich oder was ich tue hören. Selbst bestenfalls, wenn es nicht so ein blöder Selbstbestimmungsversuch ist oder wenn es nicht ein manipulativer Zuckerbrot- und Peitsche-Versuch ist. Selbst im besten Fall nervt. Deswegen gucke ich mal, wie ich da weiter damit umgehe, wenn mir das hier unter meinen Videos passiert. Nervt einfach nur. Ich habe schon überlegt, ob ich in YouTube so eine Wortfilter reinmache. Dass wenn einer was Nettes sagt, vielleicht wenn das Wort gut in dem Kommentar ist, dass er dann automatisch als Spam eingestuft wird. Das kann ich ja einstellen, habe ich noch gar nicht Gebrauch von gemacht von der Sache. Komplimente. So komisch. Es ist so auch so eine Art, so ich sehe jemanden und den finde ich sympathisch und dem gebe ich dann ein Kompliment. So als ersten Schritt jemanden kennenzulernen. Aber da mache ich meine generelle Kritik an Kennenlernen verboten, ist das immer verboten. Ich wünschte, es wäre verboten, mich kennenzulernen. Aber was ich sagen will, mit Kennenlernsituationen,
Was mir da eben begegnet, die Leute, die kommen immer mit zu viel Aufdringlichkeit. Also bei mir ganz besonders, aber auch was ich eben erlebe und höre von anderen Leuten. Und so ein Kompliment, das ist eigentlich zu aufdringlich. Das ist eigentlich so, das ist wie, für mich fühlt es sich an, wie als ob mir einer den Weg versperrt beim Laufen. Es ist einfach, es ist wie ein Pop-up, es ist wie eine Werbung. Es ist so eine Sache, die ich nicht will, aber derjenige, der das Kompliment macht, der möchte dafür irgendwie kurz Aufmerksamkeit von mir haben. Und ich finde es einfach nur noch nervig. Ich wünschte, ich würde keine Komplimente mehr bekommen. Dass es nur irgendwas gäbe, was ich machen könnte, um es zu reduzieren. Online wie offline. Ich will es einfach nicht mehr hören. Na, jetzt geht mir das Video hier schon lang genug. 30 Minuten bin ich am Brabbeln. Ich wollte erst das Video irgendwie schneiden und so. Bin ich jetzt zu faul. Kein Bock mehr. So wichtig ist es mir dann doch nicht. Na gut, jetzt mache ich mich auch wirklich vom Acker.